Liebe Focus Online Community, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu unserer Live-Berichterstattung zur Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Bleibt Donald Trump weitere 4 Jahre im Amt oder gibt es einen Machtwechsel im Weißen Haus? Wir berichten für euch den ganzen Tag immer wieder live und versorgen euch mit den wichtigsten Infos. Es ist noch zu früh, um einen Wahlsieger zu proklamieren, aber fest steht schon jetzt, egal ob Biden oder Trump. Die US-Wahl hat unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland, auf Europa und die angeschlagenen transatlantischen Beziehungen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Dr. Johann Wadephul, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Auswärtiges, Verteidigung, Außen- und Sicherheitspolitik. Schönen guten Morgen, Herr Wadephul. Guten Morgen aus Berlin. Laut der aktuellen Ergebnisse hat Joe Biden hauchdünn die Nase vorn. Große Überraschungen gab es bislang aber nicht. Einige wenige Swing States werden wohl die Entscheidung bringen. Wie ist Ihr Bauchgefühl? Ich höre jetzt leider nichts mehr. Wir haben leichte Tonprobleme. Herr Dr. Wadephul, ich probiere es nochmal. Hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie, ja. Soll ich die Frage einfach nochmal stellen? Ja, das wäre lieb. Ich habe Sie wirklich nicht verstanden. Gar kein Problem. Ich habe darüber gesprochen, dass Joe Biden momentan hauchdünn die Nase vorn hat, es aber bislang keine großen Überraschungen gab. Swing States, einige wenige, werden die Entscheidung bringen. Wie ist aktuell Ihr Bauchgefühl? Ja, in der Tat glaube ich, dass Joe Biden etwas bessere Chancen hat, am Ende des Tages zu gewinnen, weil es möglicherweise so kommt, dass Arizona an ihn geht. Und wenn er die Staaten an den großen Seen im Norden und Maine auch gewinnt, dann würde das insgesamt schon reichen und er bräuchte gar nicht Pennsylvania. Aber es ist eben genau das knappe Rennen, was immer wieder vorhergesagt wurde. Und ich glaube, viele haben ja gehofft, dass es so einen Erdrutschsieg für Biden geben würde. Haben das auch erwartet nach diesen 4 Jahren Trump. Aber das war wohl eine Erwartung sehr durch die europäische Brille. Die Amerikaner haben ihren Präsidenten doch anders gesehen, haben die Probleme, die wir gesehen haben, nicht so stark gesehen, sondern auch seine Erfolge gesehen, dass er ihm Selbstbewusstsein gegeben hat, dass er auch für eine gute wirtschaftliche Entwicklung vor der Pandemie gesorgt hat. Also es bleibt eng in den nächsten Stunden und wir müssen, da hat Biden, glaube ich, recht, jetzt einfach Geduld haben. Mit den transatlantischen Beziehungen steht es nicht unbedingt zum Besten. Kann man sagen, Deutschland und Europa wünschen sich eigentlich einen Präsidenten Joe Biden? Ja, natürlich würde es mit Joe Biden für uns einfacher werden. Deswegen, weil er weiß, dass das Bündnis der NATO, aber das insgesamt die transatlantischen Beziehungen, das sind ja auch kulturelle Beziehungen, das sind wirtschaftliche Beziehungen, das sind soziale Beziehungen, dass die USA stärker werden, wenn es gut mit Europa läuft. Für Joe Biden ist Europa ein Gewinn und ist Deutschland ein guter Partner. Für Trump sind wir doch zum Teil Gegner, das hat er ja ausdrücklich auch so formuliert. Und das würde natürlich das transatlantische Verhältnis klar verbessern, aber auch ein Joe Biden wird von uns Sachen verlangen, die nicht einfach sind. Ich denke nur an die berühmten 2% Militärausgaben, also auch Verteidigungsausgaben, die wir lange nicht erreichen in Deutschland. Davon wird Biden keinen Millimeter abrücken. Wird auch denjenigen, die ihn nicht gewählt haben und den Republikanern im Parlament in Amerika zeigen müssen, dass er auch gegenüber Europa auch eine klare und auch harte Linie verfolgt, die die amerikanischen Interessen wahrt. Müssen wir dann irgendwann auch in den sauren Apfel beißen und unseren Verteidigungsetat einfach weiter aufstocken? Also ich halte es nicht für einen sauren Apfel, sondern es ist abgemacht. Wir haben es auf Ebene der NATO vereinbart, dass wir 2% des Bruttoinlandsproduktes und 10% der Fähigkeiten der NATO aus deutscher Sicht beisteuern. Wir sind das größte europäische Land. Wir sind auch das wirtschaftlich stärkste europäische Land und muss unser eigener Anspruch sein, dass wir einen starken Beitrag leisten und uns nicht zurücklehnen und erwarten, dass andere unsere Freiheit, unsere Sicherheit hier in Deutschland und Europa garantieren.
Ja, in der Tat, egal wie der Wahlausgang ist, Deutschland muss für Verteidigung mehr ausgeben, muss die Zusagen gegenüber der NATO endlich einhalten. Wir müssen auch lernen, dass die Beziehung nicht nur deswegen schlecht ist, weil Trump ein Rabauk ist, das ist er sicherlich auch. Sie ist auch deshalb schlecht, weil die Amerikaner an der einen oder anderen Stelle und die Verteidigungsausgaben gehören dazu, der Meinung sind, dass wir uns zum Teil in den Lehnstuhl setzen und abwarten und andere die Arbeit machen lassen und viel Geld für soziale Maßnahmen ausgeben, die die Amerikaner sich nicht leisten. Ich finde, dieses Verständnis, das muss in Europa, das muss insbesondere in Deutschland auch wachsen. Es gibt Experten, die fordern, Europa müsse sich von den Vereinigten Staaten mehr abkoppeln. Wie stehen Sie dazu? Ja, also ich habe jetzt gerade von dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich gelesen, dass er auch für eine Abkopplung ist oder für eine stärkere Abkopplung. Ich halte das für falsch. Sicher, Europa muss stärker werden. Europa muss mehr leisten. Europa muss sich auch sicherheitspolitisch mehr zutrauen. Aber wir müssen transatlantisch bleiben. Wir sind wirtschaftlich, wir sind technologisch. Denken Sie an die gesamten elektronischen Bereich. Da sind wir auf eine enge Kooperation mit Amerika angewiesen. Wir verkaufen nicht nur in China, sondern auch in Amerika viele unserer guten Autos. Das werden wir weiterhin auch so wollen. Und wir sind natürlich sicherheits- und verteidigungspolitisch auf das Engste mit Amerika verbunden. Die konventionelle und die nukleare Abschreckung in Europa gegen Russland, welches stark aufrüstet, auch gegen China, welches noch stärker aufrüstet, das garantieren uns die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das können wir auf absehbare Zeit nicht selber leisten. Und deswegen bin ich dafür, jetzt nüchtern bleiben, auf die Interessen achten, darauf achten, dass uns mit Amerika ganz viel an Werten auch verbindet, und am transatlantischen Verhältnis arbeiten, selber Beiträge liefern und es nicht schlecht reden. Trump hat in den vergangenen 4 Jahren viele Dinge getan, die man zuvor kaum für möglich gehalten hat. So hat er beispielsweise das Klimaabkommen aufgekündigt, das Iran-Abkommen. Er hat Truppen aus Deutschland abgezogen und die NATO zumindest in Frage gestellt. Was könnte denn da bei einer weiteren Amtszeit noch hinzukommen? Ja, Trump hat in der Tat internationale Abkommen und internationale Zusammenarbeit in einer Art und Weise in Frage gestellt, wie wir uns das nicht hatten erwarten können. Und das ist in der Tat dann eine Hoffnung, die sich mit Joe Biden verbinden würde, wenn er denn gewählt wird, dass man diese internationalen Abkommen, das Klimaabkommen, auch das Nuklearabkommen mit dem Iran wieder beleben kann. Er hat das angekündigt. Das wäre wichtig, weil wir wissen, solche Sachen kann man nicht alleine auf dieser Welt lösen, sondern die kann man nur gemeinsam mit anderen lösen. Das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite müssen wir uns darauf einstellen oder müssen wir auch realistisch sehen, dass Trump auch einige Ankündigungen gemacht hat, die sich groß und schreckensvoll anhörten, aber wo nicht viel passiert ist. In der Tat, Sie haben recht, er hat die NATO ganz am Anfang seiner Amtszeit als obsolet bezeichnet, aber die USA sind nach wie vor Führungsnationen in der NATO, leisten alle Beiträge, arbeiten auf politischer, militärischer Ebene absolut konstruktiv mit. Das heißt, auch dort wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die Truppen aus Deutschland sind bisher nicht abgezogen. Trump hat das angekündigt. Natürlich, wenn er Präsident bleibt, wird auch dort was passieren. Wie viel passiert, das müssen wir uns dann mal angucken. Ich glaube in jedem Fall, klar, wenn Trump Präsident bleibt, müssen wir uns auf noch rauere Zeiten einrichten. Müssen wir uns darauf einrichten, dass er nicht jemand sein wird, der Gemeinsinn stiftet. Aber ich glaube, es wäre die völlig verkehrte Reaktion, wenn wir sozusagen darauf beleidigt oder empfindlich reagieren, sondern wir müssen ganz nüchtern bleiben und sagen, dass diese Zusammenarbeit mit den USA in unserem Interesse ist. Wir müssen ihm auch Argumente aus der Hand schlagen. Wir haben schon über die 2% gesprochen, es gibt andere Beispiele. Und wir müssen dann eben weitere 4 Jahre warten. Denn danach kann er ja nicht noch einmal kandidieren, dass danach dann wieder auch ein Präsident gewählt wird, der mehr den Gemeinsamen und die Zusammenarbeit mit Europa und Deutschland pflegen wird. Könnten Sie sich vorstellen, dass das Thema NATO nochmal auf den Tisch käme? Denn Donald Trump
hätte ja nichts mehr zu verlieren. Also er muss ja nicht mehr auf eine Wiederwahl hinarbeiten. Und wenn ja, wenn das Thema tatsächlich nochmal auf den Tisch kommt, wie gefährlich wäre das für Europa? Nein, ich glaube nicht, dass es kommt, weil, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, den wir jetzt bei den Präsidentschaftswahlen nicht übersehen müssen. Es wird ja nicht nur ein Präsident in Amerika gewählt, es wird das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt, die werden immer nur für 2 Jahre gewählt und es wird ein Drittel des Senates neu gewählt. Und das Parlament hat eine starke Stellung, zu Recht, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Vergessen wir bitte nicht, das ist die älteste parlamentarische Demokratie auf der Welt und die funktioniert und die wird auch unter Trump funktionieren. Die hat auch unter anderen widrigen Verhältnissen funktioniert. Und das Parlament hat hier Trump schon ein klares Stoppsignal in seiner ersten Amtszeit gesetzt und gesagt, über die Frage des Obs der NATO, also ob die USA in der NATO bleiben, wie sie dort engagiert bleibt, das entscheidet nicht er, das entscheidet das Parlament. Das heißt, und das haben die Republikaner ganz klar, die sehr loyal zu ihm waren, auch mitgetragen. Das heißt, ich erwarte dort keine wirkliche Gefahr für die NATO. Wir wissen, dass wir viele Freunde in den USA haben. Wir kennen viele Parlamentarier aus beiden Parteien in den USA, die ganz genau wissen, wie wichtig die NATO ist, wie wichtig ein gutes transatlantisches Verhältnis mit Europa ist. Und die werden Trump nicht gewähren lassen, sollte er weiterhin eine negative Einstellung zur NATO haben. Man hatte in den vergangenen Wochen gehofft, dass Trumps Corona-Infektion ein Gamechanger sein könnte, dass er vielleicht auch das Virus ja wieder ernster nimmt. Das hat sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, da er die Infektion ja zum Glück schnell überstanden hat, bleibt er aber offenbar bei seiner laxen Corona-Politik. Welchen Schaden hätte das international? Denn das Virus wird uns ja noch einige Monate begleiten. Naja, ich würde mal den Einfluss der Corona-Epidemie insgesamt nicht unterschätzen wollen. Sie haben recht, was jetzt den letzten Zeitraum angeht. Ich glaube, jeder Politiker, ja, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, wäre in einer ganz anderen katastrophalen Lage, wenn man sich so nachlässig gegenüber dem Virus verhalten hätte, wie Trump das immer wieder leider deutlich gemacht hat. Aber wenn wir nochmal ein bisschen zurückblicken zu Beginn des Jahres, vor der Epidemie, im Februar des Jahres, stand Trump noch viel, viel besser da. Die Wirtschaft boomte. Er hatte eine Steuerreform durchgeführt, die viele seiner Wählerinnen und Wähler entlastet hat. Einige Wähler davon hat er jetzt verloren. Und Amerika hatte eine ganz niedrige Arbeitslosigkeit. Jetzt sind sehr schnell, weil die sozialen Sicherungssysteme ja in Amerika lange nicht so sind, wie sie in Deutschland sind, mit dem Arbeitsschutz, also mit dem Arbeitsrechtsschutz auch und mit Arbeitslosenversicherungen und oder ein Hartz-IV-System, das hier kritisiert wird, gibt es dort nicht in dieser Weise. Also ohne die Pandemie, glaube ich, wäre es recht klar gewesen, dass Donald Trump große Chancen gehabt hätte, wiedergewählt zu werden. Mit der Pandemie wackelt es jetzt erheblich. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Joe Biden, jedenfalls Stand jetzt 8.14 Uhr oder 15 Berliner Zeit, doch etwas bessere Chancen hat, gewählt zu werden. Trotzdem müssen wir uns darauf einstellen, dass im Falle seiner Wiederwahl wir natürlich eine Diskussion über die Bekämpfung des Virus auch neu beginnen müssen. Und unsere Philosophie ist vollkommen klar. Sie ist aber auch dieselbe Philosophie, die in anderen Teilen der Welt, insbesondere im bevölkerungsreichen Asien, geteilt wird. Insofern sind wir nicht in einer so schlechten Situation. Es zeichnet sich aktuell tatsächlich eine Hängepartie ab. Joe Biden liegt nur ganz knapp an Wahlmännern vorne. Inwiefern ist es ein weiterer Stresstest für die transatlantischen Beziehungen, wenn wirklich erst in den nächsten Wochen eine Entscheidung käme und möglicherweise Donald Trump auch die Briefwahl anzweifelt und es unschön wird? Naja, also ein Amerika, das mit sich selber beschäftigt ist, das in inneren Irrungen und Wirrungen politischer, verfassungsrechtlicher Art, das ist nie gut. Denn Amerika ist in der Tat unsere Führungsnation, hat eine ganz zentrale Rolle im transatlantischen Verhältnis, nicht nur im militärischen Bereich oder politischen Bereich der NATO, sondern natürlich auch wirtschaftlich. Wir können keine Verhandlungen
ernsthafter Weise im Rahmen von der G8-Staaten oder der G20-Staaten, also auf der Weltökonomie miteinander führen, ohne die Vereinigten Staaten von Amerika nicht dabei zu haben. Also ein Amerika, das gelähmt ist, das sozusagen, wo nicht nur ein Präsident eine Lame Duck ist, sondern wo das gesamte politische System eine Lame Duck wäre, das wäre in der Tat schädlich. Deswegen muss man wirklich hoffen, dass wir jetzt in den nächsten 24 Stunden Klarheit bekommen. Die Chancen dafür sind relativ vernünftig. Wir sehen natürlich jetzt schon eine scharfe Auseinandersetzung auch zwischen diesen beiden Kandidaten. Und ich kann natürlich auch nur den Kopf schütteln, dass jetzt Donald Trump vorhin in einem Tweet gesagt hat, man müsse aufpassen, dass das Wahlergebnis ihm nicht oder der Republikanischen Partei nicht gestohlen wird. Es geht jetzt darum, dass ausgezählt wird und ein Auszählungsprozess, der kann dauern. Aber es ist vollkommen klar, hier wird mit harten Bandagen gekämpft. Es geht um die politische Macht. Und deswegen müssen wir uns sicherlich auf einige Zeit einstellen, wo es noch unruhig ist. Aber ich sag mal, wenn das bis Ende der Woche halbwegs geklärt ist, dann ist das kein Problem. Wenn Amerika über den Jahreswechsel hinweg in politischen und rechtlichen Streitereien mit sich selbst beschäftigt ist, dann ist das sicherlich für uns ein Problem. Aber ich würde es einfach auch positiv für Europa sehen wollen. Lassen Sie das alles für uns doch ein letzter Wake-up-Call sein. Wir müssen jetzt in Europa auch eine stärkere Rolle übernehmen. Wir können beispielsweise nicht darauf warten, dass in Bergkarabach die Amerikaner vermitteln. Das ist ein Konflikt, ein Krieg in Europa. Und da muss Europa sich darum kümmern. Und deswegen erwarte ich, dass Europa durch die Europäische Kommission, durch Präsidentin Ursula von der Leyen jetzt eine stärkere Rolle übernimmt. Sie hat gesagt, sie will eine geostrategische Kommission führen und deswegen muss Europa diese geostrategische Rolle jetzt auch aktiv wahrnehmen. Lassen Sie uns noch mal kurz über Joe Biden sprechen. Er war 8 Jahre Vizepräsident unter Barack Obama. Er ist also gewissermaßen berechenbar. Was erwarten Sie von ihm, wenn er tatsächlich ins Weiße Haus einzieht, allein schon was die Gesprächsführung angeht? Naja, man muss realistisch berücksichtigen, dass Joe Biden natürlich im Falle seiner Wahl erst einmal damit beschäftigt sein wird, das Land hinter sich zu vereinigen. Denn wir sehen ja, warum schauen wir jetzt so gebannt auf die Karte? Dieses Land ist gespalten. Und Joe Biden wird große Anstrengungen unternehmen müssen, das Land auch politisch hinter sich zu vereinigen und ein Team aufzubauen, eine Regierung aufzubauen, aber natürlich auch vernünftige Gesprächskontakte zu den Republikanern aufzubauen. Es ist vollkommen klar, er wird auch für die ein oder andere politische Maßnahme auch Unterstützung der Republikaner benötigen. Und das ist angesichts der aufgeheizten Atmosphäre, wird ihn das beschäftigen. Und deswegen, und hinzu kommt zweiter Faktor, die Pandemie. Wie weit wird sie Joe Biden auch an das Land fesseln? Wie weit wird sie ihn daran hindern, einfach auch zu physischen, zu persönlichen Gesprächen bereit zu sein? Die sind natürlich unheimlich wichtig. Aber wenn er dann sich um die Außenpolitik kümmern kann, dann wissen wir, er ist ein sehr erfahrener Außenpolitiker. Er ist viel in der Welt herumgereist, er kennt viele Menschen, er kennt hier auch in Deutschland viele Menschen, er ist als Vizepräsident hier gewesen, er ist als Senator hier gewesen, er war ständiger Gast auf unserer Münchner Sicherheitskonferenz beispielsweise. Dort haben wir viele Reden und Diskussionsbeiträge von ihm gehört und wir wissen, wie dieser Mann tickt, der tickt transatlantisch, der tickt westlich. Mit dem kann man zusammenarbeiten. Der wird hart amerikanische Interessen vertreten. Aber das ist sozusagen einer von uns, mit dem kann man reden. Und das wird vor allen Dingen für die europäischen Regierungen von großer Bedeutung, von großem Wert sein, dass man dort wieder jemanden hat, der sozusagen schon mal die Kommunikation versteht und bereit ist, sich darauf einzulassen. Denken Sie nur mal daran zurück, dass Trump zum Teil ja Gipfeltreffen einfach vorzeitig verlassen hat. Oder im Flugzeug auf dem Rückflug von Gipfeln Gipfelergebnisse einfach widerrufen hat oder seine Zustimmung widerrufen hat. Das wird es definitiv mit Biden niemals geben. Und insofern wäre es für uns schon von großem Wert, wenn er Präsident werden würde.
Welche Auswirkungen hätte denn ein Machtwechsel in den USA auch auf die Brexit-Verhandlungen? Ja, ich glaube, wenn Biden gewinnt, dann wird er, wie gesagt, ich glaube, er ist ein überzeugter Transatlantiker, wird er auch wieder mehr auf die EU setzen. Und dann wird die EU sein erster Ansprechpartner in Europa sein. Und das wird natürlich in London festgestellt werden. Ich glaube, die Briten machen sich derzeit noch einige Illusionen darüber, was sie sich sozusagen innerhalb der Brexit-Verhandlungen gegenüber der EU-Kommission und damit allen 27 Staaten erlauben können. Und wenn Biden gewählt wird, dann wird das auch noch mal klarer machen für die Briten, dass sie jetzt die Kurve kriegen müssen und dass sie akzeptieren müssen, dass sie nicht sozusagen als quasi EU-Partner mit Sonderrechten in unserem Markt aktiv sein können, im Binnenmarkt der Europäischen Union, sich aber an grundlegende Regeln des Binnenmarktes selber nicht halten wollen, sozusagen eine Rosinenpickerei betreiben wollen. Ich glaube, das wird starken Einfluss auf die Brexit-Verhandlungen haben und umgekehrt natürlich, wenn Donald Trump wiedergewählt wird, dann wird er das Spiel weiter treiben, was er bisher getrieben hat. Er sieht in der EU nicht einen starken Partner, sondern eher einen Konkurrenten. Er hat ja die EU sozusagen fast auf eine Stufe mit China gestellt, was wirtschaftspolitisch die Gefahren für die USA angeht. Das heißt, er wird natürlich versuchen, die EU dann auch durch ein spezielles Verhältnis zu Großbritannien eher zu schwächen. Auch insofern schauen wir mit großer Aufmerksamkeit auf das Wahlergebnis in Amerika. Eine letzte Frage, Herr Dr. Wadefuhl. Was passiert, wenn Donald Trump eine mögliche Niederlage nicht eingestehen würde? Naja, wir haben in all den 4 Jahren jetzt erlebt, dass die Verfassungsinstitutionen in Amerika funktionieren und wichtige, herausragende Senatorinnen und Politiker der Republikanischen Partei haben erklärt, dass Mehrheitsentscheidungen in Amerika anerkannt werden. Das heißt, wenn er das nicht akzeptiert, dann wird man ihm schon aus der eigenen Partei sagen, dass er dann keine Unterstützung mehr hat. Also wenn es ein Wahlergebnis gibt, möglicherweise auch nach rechtlichen Auseinandersetzungen, die sich ja niemand wünschen kann, das pro Biden gibt, dann wird die Unterstützung für Trump sehr schnell weg sein. Und ich glaube, dann wird er auch sehr schnell einsehen müssen, dass er das Amt zu übergeben hat. Aber er ist bis Ende Januar im Amt und er wird da auch weiter ein Präsident sein, der natürlich formal alle Rechte hat, die ein amerikanischer Präsident hat. Und man muss in dem Fall auch davon ausgehen, dass er nicht die politische Zurückhaltung üben wird, die normalerweise amerikanische Präsidenten dann üben. Also es bleibt auch in dem Fall, in jedem Fall für uns spannend zu beobachten, was in Amerika passiert. Es bleibt spannend, da kann ich mich nur anschließen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Ausführungen. Vielen Dank, Herr Dr. Wadefuhl. Ja, sehr gerne. Einen schönen Tag. Gleichfalls. Ja, liebe User, um 9 Uhr geht es an gleicher Stelle weiter mit den neuesten Nachrichten rund um die US-Wahl mit weiteren Experteninterviews. Und dann sollt auch ihr wieder zu Wort kommen. Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Klickt euch rein. Bis später.